Es ist soweit, meine lieben Freunde, der Klassiker, das Topspiel, der FC Bayern München spielt gegen Borussia Dortmund. Freunde, man merkt so richtig, dass man in einer heißen Phase des Fußballs angekommen ist. Nicht nur, weil in der Champions League wir die krassesten Achtelfinalspiele überhaupt haben oder zumindest seit sehr langer Zeit, sondern es gibt einfach jeden Tag eine neue Fußballschlagzeile oder generell mehrere. Xabi Alonso hat seine Entscheidung getroffen, er wird bei Bayer Leverkusen bleiben. Ehrlich gesagt finde ich das überhaupt nicht schlimm, ich finde es eher gut, denn ich sehe das als Herausforderung für nächste Saison, dass wir dieses Leverkusen mit Xabi Alonso als Trainer schlagen. Aber jetzt ist mein absoluter Wunschtransfer ganz klar Zinedine Zidane. Er soll Trainer des FC Bayerns werden. Wie geil wäre das, in die Allianz Arena zu fahren und dann einfach Zinedine Zidane zu sehen. Das passt einfach perfekt. Und dann nächstes Jahr das Champions League Finale daheim mit ihm als Trainer. Und by the way, Freunde, befinde ich mich im Olympiapark. Das ist mein Lieblingsort nach der Allianz Arena. Hier hinter mir befindet sich die Olympiahalle, wo gerne Konzerte stattfinden. Da vorne haben wir den Olympiasee, der ist sehr, sehr schön. Oben der Olympiaberg und da das legendäre Olympiastadion. Das Coole ist, vom Olympiaberg kannst du in das Olympiastadion reinschauen. Das ist immer ganz cool bei Konzerten, denn da kannst du dich da oben hinsetzen und einfach zuschauen. Da vorne haben wir auch die 5 olympischen Ringe, die stehen symbolisch für die 5 Kontinente. Und ein kleiner Junge im Bayern-Trikot, Harry Kane, ist hinten drauf. Der ist ja heute auch Gott sei Dank rechtzeitig fit geworden und wird im Sturm spielen. Ach Freunde, wie schön dieser Olympiasee ist. Hier kann man auch so gut Tretboot fahren, das werde ich definitiv mal im Sommer ausprobieren. Und hier unter dem Rettungsring sieht man auch 2 Enten. Was geht? Da sind auch ein paar Leute am Sport machen. Freunde, Sport ist ganz wichtig. Solltet ihr jeden einzelnen Tag tun, wenigstens ein bisschen was. Ich glaube, der Olympiapark ist aber auch einfach perfekt dafür, um Sport zu machen. Hier sind Leute auch am Fahrradfahren und ich befinde mich jetzt auf dieser schönen Brücke. Schaut euch mal an, was das für ein Anblick ist. Das ist wahnsinnig. Da vorne der Olympiaturm, Münchens höchstes Gebäude. Und da hinten daneben sieht man die Haupt-BMW-Zentrale weltweit. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann weiter mit dem Olympiasee. Ich sehe mich schon mit dem Tretboot da drunter durchfahren. Da hinten, wenn man es sehen kann, sind Fußballtore und dann kann man eine schöne Runde kicken. Fußballspielen ist sowieso egal wie und egal wo immer das Beste. Und vor allem bei diesem Wetter, das ist einfach nur traumhaft. Da vorne haben wir das Olympiastadion. Der Olympiaberg, auf den werde ich jetzt hochlaufen. Ich war da noch nie oben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es extrem anstrengend ist, da hochzulaufen. Und da unten sieht man sogar 2 Tretboote. Boah, die ersten Meter sind jetzt schon anstrengend, aber was ist das bitte schon jetzt schon für eine View? Ich habe keine Worte, um das zu beschreiben, das ist einfach viel zu schön. Da vorne hat man weitere Tretboote und was ist denn das denn? Ein Schwan als Tretboot oder was? Wie cool! Boah, was hat man denn von hier oben für eine View auf die Stadt? Das ist einfach nur crazy. Der nächste im Bayern-Trikot, natürlich wieder Harry Kane. Okay, Freunde, ich bin oben angekommen und gebt euch das mal. Junge, man hat einen ganzen Rundblick um München. Das ist sogar kostenlos. Von hier oben hat man eine komplette Übersicht um den ganzen Olympiapark. Und hier vorne kann man, wie gesagt, in das Olympiastadion reinschauen. Also bei Konzerten kannst du von hier einfach zugucken. Der Olympiapark ist einfach nur riesig. Ganze 290 Hektar ist der groß. So, Freunde, und ich werde in diesem Vlog wieder 10 Euro verstecken. Und diesmal im Olympiapark, passt ja perfekt. Und an diesem Baum hier, dafür werde ich erstmal da hochklettern. Boah. Alter, ich dachte, ich falle hier runter. Ich bin echt nicht der Typ fürs Klettern. Jetzt schauen mich alle komisch an und denken sich, Digga, was macht der da oben? Die 10 Euro befinden sich jetzt genau hier drunter und ich klebe sie einfach mal, wenn das klebt hoffentlich, hier. Ach, das geht nicht, ich könnte ausrasten. Nein! Okay, Freunde, das war jetzt gerade ein Mega-Fail, aber es gibt eine Planänderung. Ich werde die 10 Euro hier mal einbuddeln. So, und das da mache ich jetzt hier so zu. Kommt das hier rein. Jetzt bulde ich das hier so ein. Und dann kommt jetzt noch ein Stein drauf und noch ein Stein. Ja. Also Freunde, nachdem ich auf diesen Baum hier geklettert habe und wie ein Kind hier rumgebuddelt habe und mich jeder angeschaut hat, sind die 10 Euro hier im Olympiapark versteckt unterm Olympiabag hier vorne. Der Junge holt sich jetzt nicht die 10 Euro, oder?
Das wäre es jetzt natürlich gewesen, Alter. Und Shoutout an das geile Wetter heute. Es sind 23 Grad in München. Ich liebe dieses Wetter. Es macht einfach so gute Laune. Man ist frei. Schaut mal, wie ich hier rumlaufe. Es ist einfach nur geil. Und es gibt ernsthaft Menschen, die dir sagen wollen, dass der Winter geiler ist. Also ganz ehrlich, ihr lebt einfach nur falsch. Ihr habt irgendein Problem. Ich sehe gerade, da vorne kann man einfach Churros essen. Ich habe noch nie mein Leben Churros gegessen. Ich probiere es jetzt aus und daher liebe Grüße an Konrad. Der hat immer ganz hohe Töne von Churros gesprochen. Er meinte auch immer, ich muss das unbedingt ausprobieren und ich werde es jetzt tun. Boah, Freunde, das sieht doch mal geil aus. Mit Schokosoße und Erdbeersoße. Wow, Freunde, was ist das bitte für ein Anblick? Das Olympiastadion, einfach nur wunderschön. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Hier kann man einfach mit dieser Seilbahn über das Olympiastadion fahren. Ich habe aber viel zu hohe Höhenangst. Ich hatte schon Angst auf diesen Baum da eben. Ich kann das niemals machen. Und hier oben fährt man dann ganz darüber. Könnte ich niemals. Das Dach des Olympiastadions ist auch einfach eine wahnsinnige Architektur. Von 1972 bis 2005 spielte der FC Bayern dann auch genau hier. Wow, man kann ja auch auf dem Dach des Olympiastadions laufen. Das stelle ich mir auch richtig geil vor, aber ob das meine Höhenangst mitmacht, ist die andere Sache. Hier befand sich früher die Südkurve, von hier wurde die Mannschaft unterstützt und angefeuert. Ich finde es cool, dass man hier auch so am Rand langlaufen kann. By the way, Freunde, trage ich hier auch heute mein Lieblings-Bayern-Trikot hinten mit der Nummer 7 drauf. Ich liebe dieses Trikot im Allianz Arena Design. Crazy, Digga. Könnte ich niemals im Leben. Ist da etwa jemand im BVB-Trikot? By the way, hatte ich hier auch im Olympiastadion die schönsten 2 Stunden meines Lebens. Und zwar war ich hier bei dem The Weeknd-Konzert letzten Sommer. Da stand ich genau in der Mitte in der ersten Reihe und da hat er auch auf mich gezeigt. Werde ich nie im Leben vergessen. Karim Adeyemi hat eine Ansage gegen den FC Bayern gemacht. Er glaubt daran, dass Dortmund heute in der Allianz Arena gegen uns gewinnen kann. Die Statistik des BVBs ist aber katastrophal gegen Bayern. Die haben in der Bundesliga seit 2018 nicht mehr gewonnen. Das sind 6 Jahre. Außerdem vor allem in der Allianz Arena wurden sie von uns richtig durchgenommen. Genauso auch in dieser Saison im Hinspiel haben wir sie 4-0 im Signal Iduna Park. Die hatten sogar ein Heimspiel einfach weggefickt. Eine klasse Leistung damals von Leroy Sané und Hattrick durch Harry Kane. Der BVB ist trotzdem aber gerade momentan gut drauf, hat 4 ihrer letzten 5 Spiele gewonnen und ist in der Champions League weiter. Das wird heute mein allererster Klassiker. Ich bin so gespannt und auch nervös, muss ich sagen. Ich würde jetzt alles dafür tun, um hier Fußball spielen zu können. Das wäre so ein Traum. Und bei diesem wunderschönen Wetter kann man so gut Vitamin D tanken. Es ist einfach so nice. Boah, wie cool, hier wird hier auch Werbung für die Europameisterschaft gemacht. Munich Europe, genau neben dem Olympiaturm. Hier am Marienplatz wimmelt es von BVB und Bayern-Fans. Boah, die werden heute sehr traurig zurückfahren. Oder vielleicht sind sie es auch mittlerweile gewohnt, wer weiß. Die ganzen Fans stärken sich nochmal für den Klassiker. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick in den größten FC Bayern-Store, der FC Bayern World. Alter, diese Jacke finde ich hier mal unnormal fresh. Das neue Deutschland-Trikot ist echt so nice. Vor allem das Authentic. Diese Ärmel gefällt mir unnormal gut. Hier gibt es auch Spielerschals. Und welchen Schal würdet ihr holen? Ich glaube, ich würde mir ganz klar den von Leroy holen. Hey, wir kennen heute mal wieder mit ein paar Toren, habe ich gehört. Kingsley-Coman ist ja nach langer Verletzung auch wieder zurück. Endlich, der hat uns so gefehlt in den letzten Wochen. Der Fanshop ist so krass besucht, nicht normal. Vor dem Spiel muss ich mich natürlich stärken und heute geht es zu Uncle Smash. Da soll es richtig gute Smash-Burger geben. Ich bin generell gespannt, was so der beste Burger in München ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Burger ihr so feiert in München und ich probiere es definitiv aus. Ich werde herausfinden, welcher Burger in München der beste ist. Freunde, eigentlich sollte diese Woche die Entscheidung von Alphonso Davies kommen, ob er bei Bayern bleibt oder Bayern verlässt. Jedoch möchte Davies lieber warten und Bescheid wissen, wer der neue Trainer in der neuen Saison ist, bevor er irgendeine Entscheidung trifft. Kann ihn da auch ehrlich gesagt verstehen, macht auch nur Sinn. Ich hoffe, es ist Zinedine Zidane, da wird er auch definitiv bleiben. Außerdem Ehrenmann Matthias de Ligt hat im Interview gesagt, dass er beim FC Bayern sich wohlfühlt und unbedingt bleiben möchte. Auch Leroy Sané fühlt sich sehr wohl in München und wird wahrscheinlich auch bleiben, ich hoffe es zumindest. Da haben wir das gute Ding, ein Smashburger, die sieht schon mal richtig geil aus und die Pommes mal sehen, wie es schmeckt. Boah, der Burger sieht wirklich geisteskrank aus, auch so richtig saftig, ich habe richtig Bock auf den.
Boah, jetzt schon einer der geilsten, den ich bisher gegessen habe. Ich mache mich jetzt auf den Weg in Richtung Stadion und ich muss sagen, dieser Burger ist definitiv einer meiner Top 3. Der bekommt von mir eine 8,5 oder 9 von 10. Hat unnormal gut geschmeckt. Der war wirklich von vorne bis hinten einfach nur perfekt. Der Burger war sehr saftig und eine Geschmacksexplosion im Mund. Und generell fand ich auch die Beilagen wie die Pommes waren überdurchschnittlich. Mats Eberl hat gesagt, Jamal Musiala soll das Gesicht des FC Bayern werden und er ist unverkäuflich. Ich finde dieses Statement unnormal geil. Also es ist mehr als nur richtig und es ist vor allem auch eine Ansage an die Konkurrenz, die vielleicht an Musiala interessiert sind. Sind wir mal ehrlich, aus dem Glas und bei gutem Wetter schmeckt Cola doch am besten. Da wären wir, die Allianz Arena. Manuel Neuer und Gregor Kobel werden heute beide ausfallen. Dafür steht bei uns Mr. Zuverlässig im Tor, Sven Ulreich. Auf ihn kann man sich, glaube ich, wirklich immer verlassen. Die Allianz Arena ist mit Abstand das schönste Stadion der Welt. Und by the way, Freunde, habe ich sogar einer der besten Plätze, die ich je hatte in der Allianz Arena. Ich freue mich unnormal. Ich bin heute hier unten im Block 119. Alter, was ist das für eine View heute auf dem Spielfeld? Ich kann die Spieler gefüllt riechen. Da hinten haben wir unsere heutige Nummer 1, Sven Ulreich. Da vorne haben wir Sancho, auf den bin ich heute gespannt, den sehe ich das erste Mal live. Die Bayern-Ausstellung ist draußen, ich finde, wir spielen mit der bestmöglichen Ausstellung, die wir haben. Ich freue mich dann auch, wenn Kingsley Coman und Serge Gnabry eingewechselt werden. Die BVB-Ausstellung sieht auch sehr gefährlich aus mit Adeyemi und Sancho vorne. Füllkrug dann in der Spitze. Ich tippe heute aber ein ganz klares 4:0, wir fegen die heute weg. Die Südkurve ist auch schon gefüllt. Und da kommen unsere Jungs! Thomas Müller, der heutige Kapitän! Jamal Musiala! Und natürlich hinter Musiala da hinten auch Leroy Sané! Leroy Sané, genau vor mir, Alter, ist das geil! Die Jungs sind ready, sich warm zu machen. Fonzi Davies, bitte bleib bei uns, Junge, ich glaub an dich. Junge, ist das geil, die machen sich genau vor uns warm. Ich bin jetzt mal runtergegangen, Alter, sind die nah! Wir sind direkt da vorne! Leroy! Ja, natürlich ignoriert er mich. Es ist wirklich so besonders, im Unterrang zu sein. Und jetzt Leroy. Treff dich ja. Ausstellung des BVB wird aufgepfiffen. Die Fans des FC Bayern München. Sowas von ready und die Südkurve ebenso. FC Bayern, forever number one. You can call us champions of the world. Ja, 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 ja. BVB! Forever. Ja, 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 ja. BVB! Der FC Bayern München. Borussia Dortmund. Mit meiner Lieblings-Einlaufmusik. Kommt die Spieler hinein. Es sind alle ready und bereit für ein Topspiel. Steht auf, wenn ihr Bayern seid. Steht auf, wenn ihr Bayern seid. Die Stimmung ist schon mal geil. Ich hab so, so Bock, Alter. Lange nicht mehr so Bock gehabt. Erste Halbzeit von links nach rechts. Let's go! Bayern! 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 An fünf! La 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 la! Schalalala! Schalalala! Die Dortmunder laufen früh an, wollen uns unter Druck setzen. Nimm ich. Stark, Junge. Der erste halbwegs gefährliche Freistoß. Stark, Junge! Oh! Stark durchgesetzt von Eimer. Und jetzt, Kim, ich bring ihn ordentlich.
Jetzt die Dortmunder mal mit Brandt. Weg damit! Genau, stark! Wieder Brandt, nein, hat die gefährliche Position! Ja, schnell! Scheiße, das gibt es nicht! Mit der ersten Chance. Mit der ersten Chance. Also, ich hätte Ulreich halten müssen. War das gefährlich? Ja! Nein! Digga, der Standpunkt ist echt frei, muss man sagen. Komm, Joy. Ja! Musiala, sauber! Ja! Schlechter Abschluss! Mann, das war echt schwierig. Ja, komm! Ja. Oh! Digga, der BVB macht schon jetzt schon Zeitspiel. Was ist das für eine Scheiße? Ja, stark gespielt! Nein! Harry Kane trifft den nicht richtig. Digga, das ist nicht deren Ernst. Wie viel Zeitspiel wollen die machen? So, jetzt schick die wohl! Alle gewinnen nach mir! Junge Kimmich! Und jetzt, komm, schieß! Nein! Ja, schieß! Nein! Bitte! Nein! Lass mal ganz gehabt! Ja! Videobeweis! Scheiß auf, ob er erst am Fuß war, das war Hand! Och, nö! Digga, der Scheißball war an der Hand. Nur weil er vorher kurz die Spitze des Fußes berührt hat. Was für ein Scheiß. Nein, aufpassen. Oh. Stark, Junge. Oh. Bitte noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Oh. Ja. Nein, Musiala, was soll das? Es ist Halbzeit. Freunde, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Der BVB macht schon seit dem Anpfiff die ganze Zeit Zeitspiel, haben dann ihr glückliches Tor geschossen, Adeyemi. Ja, und seitdem wollen sie das nur noch runterspielen. Dieses 1-0 hätte einfach nicht fallen dürfen. Das hat dem BVB das Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn es nur glücklich war. Aber naja, wir haben aber noch ganze 45 Minuten. Das Spiel kann man so easy drehen. Ich habe irgendwie Lust auf Kingsley Coman. Der kann gerne eingewechselt werden und sich wieder zeigen. Ich glaube, der würde einen großen Einfluss auf das Spiel haben. Let's go, packen wir's. An 5. Bayern München alle! Bayern München alle! Ja! Okay, Kingsley Coman kommt gleich. Ja! Ja, komm, Monty! Müller! Digga, drei Wechsel sind ein bisschen übertrieben, oder nicht? Okay, das würde ich jetzt verstehen. Es hätte gereicht, hätte man Müller ausgewechselt und dafür Coman. Aber alle drei, ich weiß ja nicht. Ist das Scheiße! Ja, natürlich kontern sie jetzt. Oh. Kriege Aggression hier, Alter, das ist so schlimm. So, Gnabry, mach was. Mach was! Oh! Kimmich jetzt mit der Ecke.
wann kriegt er endlich gelb? Tschüss! Ah! Ich bin wenigstens ein 1-1 noch. Yeah! Und er wird wieder 10 Jahre brauchen. So, jetzt. Ist das eine Scheiße? Bitte nicht. Es ist eine ganz, ganz knappe Situation da vorne. Ich habe es jetzt angeschaut und nein. Das ist der komplette Bruch. Das ist der komplette Bruch. Der BVB singt Obi, es ist schön. Sowas hat man lange nicht mehr gesehen, ja. Denken auch, wie die haben das Obi gewonnen oder so. Dabei geht es hier um gar nichts gefühlt. Und das Spiel ist vorbei. Freunde, das gibt es nicht, Alter. Wir verlieren ernsthaft gegen diese gelben Idioten. Mann, der Tag war eigentlich ganz gut. Schade, dass er jetzt so endet, aber naja, das war nichts. Immerhin ging es um nichts. Wäre blöd, wäre jetzt irgendwie die Meisterschaft irgendwie auf dem Spiel gewesen oder so. Aber naja, der BVB feiert das jetzt so, als hätten sie das Triple gewonnen und sonst was, dies, das, bla, bla, bla. Aber es juckt eigentlich niemanden. Wir haben jetzt das erste Mal gewonnen nach ganzen 10 Jahren hier in der Allianz Arena. Naja. Herzlichen Glückwunsch, kauft euch davon, keine Ahnung, die Meisterschaft. Ich hoffe, dass er wieder in eine Topform kommt für die Champions League. Das ist jetzt nun das Wichtigste, das Allerwichtigste, die komplette Energie und der komplette Fokus auf die Champions League zu setzen. Und ja, Freunde, ich fand den Vlog ja trotzdem ganz cool. Ich hatte eigentlich einen richtig schönen Tag, außer jetzt natürlich dieses Spiel. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal, um nie mehr so etwas zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!